Guten Abend. Ich mache etwas, was ich ganz ungern mache. Ich muss diese Geschichte gekürzt lesen. Das ist in gewisser Weise eine Barbarei. Aber ich möchte Ihnen gerne auch noch andere Dinge vorlesen und deshalb leider nur gekürzt. Es ist, die Geschichte heißt Blindheit und sie hat eine Rahmenerzählung, in der der Erzähler eine Dreizimmerwohnung in Berlin bezieht und er merkt, dass vor seinem Fenster bleibt immer ein junger, blinder Mann stehen und schaut empor. Und dann findet er in einer Schublade ein kleines Heft und aus diesem Heft erschließt sich, dass es eine Frau da gewohnt haben muss, 38, 39 Jahre, von der auch geschrieben wird, dass sie dann gestorben ist. Und ich lese Ihnen jetzt die Binnenerzählung sozusagen vor und auch die nicht ganz von vorne, aber es bleibt noch genug von ganz Schönem erhalten. Ich habe es ausgewählt, weil ich eigentlich von den sechs sehr guten Erzählungen die schönste fand. Also es ist jetzt quasi das Tagebuch dieser Frau. Ich gewöhnte mir an, morgens lange zu schlafen. Es war mir lieb, dass ich erst aufwachte, wenn mein Mann sein Bett schon verlassen hatte und dass er nicht vor Einbruch der Nacht von seinen Geschäften zurückkommen würde. Ich war jetzt auch ganz allein in der Wohnung, sogar ohne das Dienstmädchen. In einen Schal gehüllt, betrachtete ich in allen Spiegeln ganz aus der Nähe die zwei roten Linien an meinem Mund, die nach und nach zu Falten werden würden. Oder ich nahm bewusst den Geruch meines eigenen Leibes wahr und wunderte mich, wie jung er roch, wie jung noch. Ich begann allein spazieren zu gehen, in unbekannten Seitenstraßen, mit langsamen Schritten und voll unklarer Erwartungen, so wie es gewöhnlich sehr junge, heimliche Liebespaare tun. Und es kam mir seltsam vor, dass von all den schönen Männern, die ich in meinem Leben gesehen und gekannt habe, nur eine einzige Erinnerung übrig geblieben ist, die Erinnerung an den jungen Deutschen, der als Verkäufer in einer Drogerie bei mir in der Nähe arbeitet. Einmal nachts habe ich von ihm geträumt, ein gut gewachsener junger Mann in einem langen weißen Kittel, in dem er stundenlang geduldig an der Kasse steht. Nach diesem müßigen Traum habe ich mich den ganzen Tag lang schläfrig gefühlt, wie leicht betäubt. Ich lag zu Hause auf der Chaiselongue und in mir stieg der Gedanke auf, wie gut es wäre, mit diesem jungen Deutschen irgendwo in einem kleinen, halb bäuerlichen Haus zu wohnen, am Waldrand, nahe bei meinem Städtel, nur zu zweit dort zu wohnen. Und draußen sollte ein sommerlicher Tag sein, aber im Haus wären die Vorhänge herabgelassen, unbedingt herabgelassen, mitten am Tag. Das alles wirkte wie eine lang anhaltende, leichte Betäubung, während der das Herz nur schwach schlägt und einfach weiter vor sich hindämmern möchte. Als ich einige Tage später in die Drogerie kam, um etwas zu besorgen, sah ich, dass der junge Deutsche in dem strahlend weißen Titel noch viel schöner war, als ich die ganze Zeit gedacht hatte. Er sieht mir direkt in die Augen und erzählt mir von neu entwickelten kosmetischen Präparaten, die eine junge Frau heutzutage einfach haben müsse. Ich erwidere seinen Blick, während ich ihm zuhöre und ab und zu eine halbwegs witzige Bemerkung einwerfe, und in der ganzen Zeit führen unsere Augen einen zweiten Dialog, der mit dem, was wir sagen, überhaupt nichts zu tun hat. Meine Augen sprechen zu ihm. Du hast ein göttliches Gesicht. Du ahnst ja gar nicht, wie viel Liebe in mir verborgen ist, wie viel Wärme und Leidenschaft für einen jungen Mann mit so einem Gesicht, wie du es hast. Seine Augen antworten mir darauf: Oh doch, gewiss. Du glaubst, ich weiß das nicht? Ich schätze gerade solche Frauen wie dich wie einen starken, langen, gereiften Wein. Junge Mädchen sind doch flatterhaft und oberflächlich, sie sind einfach nur berauscht von ihrer eigenen Jugend. Und dann beginnen unsere Münder und Augen plötzlich von derselben Sache zu sprechen. Er sagt zu mir: Und für kleine Kinder kann ich Ihnen etwas ganz Besonderes anbieten. Ich antworte lächelnd: Ich habe keine Kinder, jedenfalls bis jetzt noch nicht. Ich schaue ihm dabei direkt in die Augen und sehe, wie auch sie lächeln, und mir ist, als habe er den besonderen Sinn der Worte verstanden, bis jetzt noch nicht. Ich bin zufrieden, als ob ich nicht mehr brauchte als das. Ich nehme schnell meine Besorgungen und gehe fort mit einem Gefühl, als wäre ich noch zu Hause im Städtel, wo Matze gebacken wird und es wochenlang nach angebranntem Teig riecht, nach gescheuerten Töpfen und dem Staub ausgeklopfter Polster, als wäre ich selbst 22 Jahre alt und hätte noch meinen alten Namen, Chane, Chane. Ich gehe nach Hause, aber es zieht mich immer wieder zurück zu dem zweifachen Gespräch, das ich in der Drogerie mit Blicken und Worten geführt habe. Dann allerdings geschah einmal gerade in dieser Drogerie etwas, nichts Wichtiges, wirklich nur eine Kleinigkeit.
Es war abends und ich war länger als sonst dort geblieben. Dem jungen, schönen Deutschen war die ganze Zeit bewusst, dass noch eine Person anwesend war, die sich hinter dem Vorhang im zweiten Zimmer befand. Und so sprach er nur mit dem Mund zu mir. Seine Augen waren verstummt. Hinter dem Vorhang tauchte endlich der Kopf eines blonden und sehr schönen jungen Mädchens auf, eins von diesen gut gewachsenen schönen Mädchen, bei denen man auf der Straße im Vorübergehen immer den Eindruck hat, dass die große Stadt nur eine eng begrenzte Anzahl von ihnen produziert, aufgrund einer besonderen Bestellung und nach der neuesten Mode in irgendeiner besonderen und geheimen Fabrik. Adolf, rief das Mädchen. Der junge Deutsche trat eilig zu ihr hinter den Vorhang. Von dort war zuerst ein Geflüster zu hören und dann das erstickte Gelächter zweier junger Menschen, die immer nur ein und dasselbe Gespräch miteinander führen, sei es mit dem Mund, sei es mit den Augen. Und dieses unterdrückte Gelächter und Flüstern beleidigte und verletzte mich. Mir war, als müsse ich vor Scham im Erdboden versinken. Die ganze Episode war nebensächlich belanglos, aber dieses Gelächter hinter dem Vorhang in der Drogerie, ich konnte es nicht vergessen. Als ich von dort nach Hause kam, spürte ich noch immer einen Druck in der Brust, von der Herzdegen bis hinauf zum Hals. Ich hatte das Gefühl, ich müsse alles zerreißen, was ich trug, alles aufreißen und die Brust entblößen. An diesem Abend lag ich mit offenem Kleid, mit nackter Brust auf der Chaiselongue, das Gesicht zur Decke gewandt. Mein ganzer Körper wand sich in krampfhaften Schluchzen und ich lauschte mit einer eigenartigen, bis dahin nicht gekannten Freude meinen eigenen Jammerlauten und genoss zutiefst die immer neuen Tränenfluten, die wie aus einer Quelle hervorströmten. Die Chaiselongue knarrte, mein Körper warf sich zitternd hin und her und ich wollte nichts weiter, als dass mein Schluchzen noch heftiger und wilder werden sollte, wie eine große Klage, mit der ich den Verlust meiner Jugend betrauerte und gleichzeitig wie ein Stück neue, noch nicht gelebte Jugend. Als ob dieses Weinen mir doch für eine Zeit lang Leben und Befriedigung schenken könnte. Nach diesem Ausbruch begannen erst meine eigentlichen Leiden, still, aber quälend und tiefgehend, schon allein deshalb, weil es immer nur um Kleinigkeiten ging, wegen derer andere mich vielleicht ausgelacht oder verspottet hätten. Dinge, die man niemandem richtig erklären kann, genau wie das Erlebnis in der Drogerie. Und deshalb kann man dann auch keinen Menschen um sich haben. Deshalb will ich allein in der großen Wohnung sein, ganz allein in der ungeheuer großen, lärmenden Stadt. In dieser Zeit fiel mir auf, dass mein Gesicht und meine Augen ständig leicht verweint wirkten, wie sonniges Wetter kurz nach einem Regen, obwohl ich nach diesem einen Mal nie mehr geweint habe. In meinen Augen setzte sich ein neuer Ausdruck fest, und verletzender als alles andere war, dass niemand es bemerkte, nicht einmal mein eigener Mann. Schlimmer als alles war, dass mein Mann mir jeden Abend beim Essen gegenüber saß, seltsam nah und dabei seltsam weit entfernt, wie ein Untermieter, der überhaupt nichts mit mir zu tun hatte. Mir fiel die Handbewegung auf, mit der er mich bat, ihm die einzelnen Speisen zu reichen, als wolle er sagen, meine Güte, schon 18 Jahre verheiratet, das kommt mir vor wie... Ja, und dann? Einmal hat mein Mann mich ganz früh aufgeweckt. Sonja, Sonja, was schreist du denn im Schlaf, Sonja? Ich wollte nicht aufwachen und wollte nicht aufhören zu schreien. Ich öffnete meine verschlafenen Augen einen Spalt weit, um zu zeigen, dass ich wach war und sah missmutig auf meinen Mann, der vor meinem Bett stand, im Nachthemd mit seinem vorgewölbten, fett werdenden 45-jährigen Bauch. Dieser Bauch, auf den mein Blick fiel, erschien mir im ersten verschlafenen Augenblick als etwas sehr Unförmiges, überflüssig und ekelhaft. Ich wünschte heftig, der Mann solle den Bauch mit seinen beiden kräftigen Händen nehmen und ihn mit ganzer Kraft irgendwohin zur Seite schleudern. Ich warf einen verschlafenen Blick auf sein Gesicht, das Gesicht eines Ingenieurs, aus dem hier in der Emigration ein Makler geworden war. Und alles, was in diesem Gesicht zu sehen war, der dicke, grau werdende Schnurrbart, die Tränensäcke und die hängenden, glatt rasierten, fleischig fetten Wangen, alles zeigt eine schicksalergebende Resignation, über die zu reden nicht lohnt, weil durch Reden alles nur noch schlimmer wird. Als ich ihn ansah, fiel mir ein, selbst wenn ich die 2-3 Jahre abziehe, die ich gewöhnlich unterschlage, bin ich immer noch 5-6 Jahre jünger als er. Ich war ihm die ganze Zeit eine gute Freundin, aber während ich jetzt die Augen wieder schloss, dachte ich, wenn auch fast liebevoll, ach, wenn er bloß für 1-2 Wochen irgendwo hinfahren würde. Danach lag ich noch eine Weile im Halbschlaf und überlegte, dass mein so starker Wunsch, aufzuräumen und die Zimmer zu putzen, zu gar nichts geführt hatte. Ich überspringe jetzt was, Sie kaufen ja das Buch und lesen es dann selbst.
Im Park habe ich einen elegant gekleideten jungen Mann kennengelernt. Er ist auf beiden Augen blind. Das ist mir egal, was nützt es uns denn, beide Augen zu haben? Er sieht nicht, dass mein jugendliches Aussehen vergangen ist und ich will nicht sehen, dass er blind ist. Er heißt Otto Müller. Er ist im Krieg blind geworden, noch in den letzten Tagen. Das ist schon 7 Jahre her. Er war damals 21. Er war Student, Jurist im 2. Semester und ist gleich zum Offizier befördert worden. In dem Jahr, als er blind wurde, starb sein Vater. Geschwister hat er nicht. Er wohnt in einer Wohnung zusammen mit seiner Mutter. Er ist modisch gekleidet. Sein Hut, sein Kragen, seine schöne Krawatte und sogar das seidene Einstecktuch, alles ist sorgfältig ausgewählt und aufeinander abgestimmt. Mehr als alles andere rührt mich das seidene Tuch in seiner Brusttasche. Seine Mutter streicht es ihm jeden Tag glatt, bevor er mit seinem Hund spazieren geht. Aber seine Mutter darf nicht wissen, dass wir uns kennen. Bis zu einer bestimmten Zeit darf sie nichts davon wissen. Das habe ich mit Otto abgemacht. Ja, und ich? Wie alt bin ich? Für Otto bin ich 23. Ich bedauere das, dass ich damals bei unserem ersten Kennenlernen nicht gesagt habe, 21. Für Otto bin ich eine Studentin im 2. Semester. Ich studiere Philologie. Hier in Berlin bin ich zusammen mit meinem Bruder, einem ausländischen Professor. Bis zu meiner Bekanntschaft mit Otto war ich noch nie verliebt. Mich stört es nicht, dass er blind ist. Wenn er seine blauen Augengläser trägt, ist es gar nicht zu sehen. Im Gegenteil, es rührt mich. Es verstärkt nur meine zärtlichen Gefühle für ihn. Otto hält meine Finger in einer Hand und streichelt sie mit der anderen. Ich fühle, wie er zittert und zusammen mit seinem Körper zittert auch seine Stimme, als er fragt, du kommst doch, wir treffen uns morgen, hier im Park, auf derselben Bank. Wieso sagst du nichts? Doch, Otto, natürlich werde ich kommen. Otto ahnt nicht, dass er meiner sicher sein kann. Wohin sollte ich denn gehen, wenn nicht zu ihm in den Park, zu dieser Bank? Ottos Hände sind lang, kräftig und manchmal sehr nervös. Er drückt meine Hand ganz fest, er streicht mir hart über den Arm, von der Schulter bis zu den Fingernägeln. Er blinzelt mit seinen leeren Augenhöhlen in den Himmel und brüstet sich damit, wie viele Dinge er über mich weiß. Er wisse zum Beispiel ganz genau die Farbe meiner Augen. Ich frage, welche haben Sie denn? Otto antwortet, ohne zu zögern, blau. Vielleicht antwortet er das, weil er weiß, dass der Himmel blau ist, in den seine blinden Augen blinzeln. Aber Otto weiß auch noch andere Dinge. Deine Stimme klingt verweint, sagt er. Sag mir die Wahrheit, hast du zu Hause geweint? Nein, Otto, es war nichts, nur eine kleine Unannehmlichkeit. Mein Bruder und ich haben eine schlechte Nachricht von zu Hause bekommen, von der Familie. Ich wollte dir nicht erzählen, weil doch, wozu sollst du dir Sorgen machen über Menschen, die du noch nie gesehen hast, die du überhaupt nicht kennst? Otto bleibt stumm und blinzelt mir eine Weile mit seinen leeren Augenhöhlen ins Gesicht, ein Zeichen, dass er in Gedanken ist und mit mir übereinstimmt. Wirklich, warum sollte Otto andere Menschen bemitleiden müssen, wenn er doch mit Blindheit geschlagen ist und sie nicht sehen kann? Otto ist privilegiert, er ist blind. Es ist gut, so wie es ist. Wir sitzen lange, lange auf der Bank und reden darüber, wie glücklich wir mit unserer Jugend sind. Otto, andere junge Menschen ahnen nichts von dem großen Glück, das wir fühlen. Sie genießen ihre Jugend nicht in Ruhe, lassen sich nicht wirklich auf sie ein, so wie man einen alten, langen gereiften Wein ganz langsam trinkt. Ihnen geht es nur darum, zu saufen, ihr Glück zu saufen, sie sind betrunken. Fast hätte ich gesagt, sie sind blind. Als ich am Abend nach Hause zurückging, begegnete ich ihnen auf Schritt und Tritt, den Betrunkenen, den Blinden. Ich war unter ihnen als Einzige nüchtern, konnte sehen und wie ich so im Abenddunkel dahinging, fühlte ich das Glück, das in ihrer Blindheit lag. Ich sah sie alle, während keiner von ihnen bemerkte, dass ich zwischen ihnen ging. Ich war bereit, jedem Einzelnen von ihnen dieses Privileg zu vergeben. Ich breche jetzt hier ab, aber ich hoffe, es war doch ein Eindruck.